Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal Neuzugänge von mir. Ich muss zwar traurigerweise sagen, ich weiß nicht, ob das alle Bücher sind, die ich gekauft habe, seitdem ich euch sie nicht mehr gezeigt habe und aus welchem Monat sie sind. Aber ich habe jetzt einfach mal alles zusammengesucht, von dem ich hoffe, dass ich es weiß, dass ich sie euch noch nicht gezeigt habe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, wann ich die gekauft habe. Ich kann euch nur von den Messebüchern sagen, wann ich sie gekauft habe oder bekommen habe, je nachdem. Aber ich habe mir gedacht, komm, machst jetzt einfach mal Neuzugänge, weil ich weiß, ihr mögt diese Videos sehr gerne. Ich gucke sie natürlich auch bei anderen sehr gerne. Und ja, deswegen geht's einfach mal los und wir fangen an mit diesem Buch hier. Von Yuna Drake, Broken Blackness, der zweite Band. Ich weiß nicht, ob ich euch den ersten gezeigt habe, da geht das schon los. Aber das ist Band 2. Band 1 habe ich von ihr als Rezensionsexemplar bekommen. Da habe ich einen Box-Unpacking gemacht auf Instagram. Also folgt mir da sehr, sehr gerne, weil da bin ich immer ein bisschen aktueller als hier, weil ich es einfach einfacher finde. Okay. Auf jeden Fall, Broken Blackness 2 ist bei mir eingezogen, was ich auch vor 2 Tagen beendet habe. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist das Dark Romance. Ein bisschen heftiger, wie ich finde. Aber es hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Ich bin nur so durch die Seiten gesuchtet und ich kann kaum erwarten, dass jetzt Anfang November, ich glaube am 8. November, kommt der 3. Teil raus. Und da bin ich wirklich super, super froh drum. Und ja, ich verrate euch nicht so viel, weil ja, es halt ein 2. Teil ist. Dann habe ich mir gekauft, hui, Follow Me Back. Von A.V. Geiger. Ist das eine deutsche Autorin? Nein, sie lebt in New Jersey. Mhm, okay. Ich weiß nicht, worum es geht. Es war halt Lux Verlag und es sah so schön aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, es geht, glaube ich. Ah ja, es geht um Tessa und die fürchtet sich davor, ihr Zimmer zu verlassen. Und dann chattet sie halt mit jemandem. Ziemlich ausgiebig und weiß nicht, dass derjenige, mit dem sie chattet, ein sehr berühmter Popstar ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist es, worum es hier geht. Und ja, ich mag das Buch. Also ich mag das Cover. Das Buch an sich habe ich noch nicht gelesen. Hier ist sehr viel mit E-Mail-Text drin, glaube ich, so wie ich das ausmachen kann. Aber ich möchte es auf jeden Fall bald lesen. Es kommt schon nächsten Monat der 2. Band raus. Ich bin mal wieder very spät dran. Dann kommen wir zu diesem Buch. Was perfekt war von Colleen Hoover, ist bei Bold erschienen. Genau, das habe ich bei der Buchmesse vom Verlag bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe auch schon angefangen, das zu lesen. Ich lese es gemeinsam mit Clara. Wir sind so weit und ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt finde ich ziemlich schrecklich. Sowohl von der weiblichen Protagonistin aus, als auch von dem, was dort passiert. Das ist super, super traurig, kann ich euch sagen. Aber ich komme mit der weiblichen Protagonistin und ihren Ansichten überhaupt nicht klar. Für mich ist die einfach viel zu übertrieben. Und das, was sie da abzieht, ist einfach too much. Und ich hoffe, dass sich das ändert, weil ich habe überhaupt gar keine Lust weiterzulesen. Ich war wirklich, also ich glaube, würde ich das Buch nicht mit Clara zusammenlesen, hätte ich es schon abgebrochen, weil mir die Protagonistin einfach too much war. Aber mehr dazu werde ich dann erzählen, wenn ich das Buch hoffentlich beendet habe. Ich hoffe, es kommt nicht so weit, dass ich es wirklich abbrechen muss. Das wäre echt traurig. Also es ist wieder sehr, sehr gefühlvoll, aber das, was da passiert, das macht mich einfach sehr, sehr wütend und ja, deswegen hoffe ich, dass es besser wird. Dann habe ich ebenfalls auf der Buchmesse gekauft, Sturmtochter 3. Ich habe Sturmtochter 1 ja gelesen, das mochte ich ja richtig, richtig gerne. Und Sturmtochter 2 habe ich tatsächlich auch schon hier, aber noch nicht gelesen. Und das lag einfach daran, dass ich keine Zeit hatte. Ich wollte eigentlich gar nicht auf Band 3 warten, aber das hat sich dann jetzt so ergeben. Und als es auf der Buchmesse war und die Ella gesagt hat, dass Band 2 richtig gut ist und auch fies endet, habe ich mir gedacht, ha, nicht mit mir. Ich kann direkt weiterlesen und hier ist es. Ich finde es wunderschön. Auch dieses Cover gefällt mir wieder sehr gut. Ich glaube, ich finde das am schönsten. Kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich es nicht sehe. Aber es gefällt mir super, super gut. Und ja, ist halt von Bianca Iosoni aus dem Ravensburger Verlag. Ja, das Schätzchen ist da auch bei mir eingezogen. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Bücher gerade ablegen soll. Da oben ist noch ein bisschen Platz. Dann, ich habe irgendwie das Gefühl, die Bücher sind alle aus diesem Monat. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Das ist echt traurig. Aber ich weiß echt nicht mehr, was die letzten Monate so bei mir eingezogen ist. Da müsste ich echt mal meine Storys nachgucken. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich euch da ein bisschen was vorenthalte. Ab jetzt schreibe ich es wieder auf, weil ich das sonst immer aufschreibe.
beziehungsweise, was heißt aufschreibe, ich mache mir immer so Notizen im Handy, dann vergesse ich es nämlich auch nicht und ja, wenn ich diese Notizen nicht mache, vergesse ich es halt schon, weil der Monat ist so lang, auch wenn er immer so schnell vorbeigeht, aber gut. Auch auf der Buchmesse eingezogen, weil die hatten halt viele Bücher da, die eigentlich noch gar nicht erschienen sind. Und natürlich bin ich ein Opfer dafür und schlage direkt zu. Und auf dieses Buch freue ich mich schon so ewig lange. Und zwar Queen of Passion, Lenora von Emma Chase. Ihr wisst ja, Prince of Passion habe und mochte ich richtig, richtig gerne. Und das ist jetzt halt die Vorgeschichte, nämlich ja, die Geschichte von unserer Queen. Und ja, ich freue mich super duper drauf. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe schon viel Gutes gehört und bin sehr gespannt, wie die Queen so ist, weil sie ja schon ziemlich mürrisch ist und was sie teilweise so über die Liebe gesagt hat, war schon manchmal krass und deswegen bin ich echt richtig gespannt, was da jetzt ja, auf mich zukommt in ihrer Geschichte. Ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten. Dann haben wir Never Too Close von Morgan, oh Gott, wie wird sie nochmal ausgesprochen? Moncomble, wenn das jetzt richtig war. Die süße Maus durfte ich ja auf der Buchmesse treffen und interviewen. Das Interview wird auch auf jeden Fall noch online kommen. Ich durfte mehrere Interviews führen, aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall habe ich Never Too Close vom Lux Verlag bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, es geht um Violet. Und Violet lernt ihren besten Freund Loan kennen, weil sie in einem Aufzug stecken bleiben. Und von da an, ja, bandeln die beiden irgendwie an und werden beste Freunde. Und ja, aus einem bestimmten Grund möchte Violet, die noch Jungfrau ist, irgendwann ihre Jungfräulichkeit abgeben und möchte das halt mit jemandem machen, dem sie vertraut. Und dafür ist natürlich Loan der Kandidat schlechthin. Dieser ist natürlich erst dagegen, weil er möchte einfach nicht die Freundschaft und das alles aufs Spiel setzen. Natürlich soll sie nur entjungfern, weil sie ihm so sehr vertraut und nicht aus irgendwelchen gefühlsmäßigen Dingen. Ja, schlussendlich kann er ihr natürlich nichts abschlagen und stimmt zu. Und ich muss sagen, ich fand die Geschichte zuckersüß und dazu kommt bald auch noch eine Rezension online. Deswegen sage ich jetzt nicht allzu viel dazu, aber es ist wunderschön. Es ist so, so schön und es ist natürlich auch signiert. Sie hat was so Schönes reingeschrieben. Und ja, es ist ein richtiger Schatz bei mir geworden. Ich fand es toll, das Buch. Ja, ihr merkt schon, wie glücklich ich bin. Dann ist bei mir eingezogen dieser eine Augenblick von René Calino. René Calino kenne ich? Nee, ich kenne sie nicht. Obwohl mir der Name so bekannt vorkommt. Hier geht es um Charlotte und Adam und genau, die beiden treffen aufeinander und es ist halt so, als würden sie sich schon ewig lange kennen und ja, sie verbringen dann die Nacht miteinander, aber am nächsten Morgen, ja, ist, wie hieß er jetzt, ist Adam ein völlig anderer und ja, zeigt ihr die kalte Schulter und haut dann natürlich ab und sie kann aber nicht von ihm lassen, denn sie ist absolut fasziniert von ihm und kann nicht glauben, dass das Ganze irgendwie ja nur ein One-Night-Stand war und sucht ihn dann. Ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nicht viel davon gehört. Ich habe ein paar Dinge gehört, die super gut klangen, aber auch Sachen, die nicht so toll waren. Aber gut, ihr kennt mich, ich bilde mir immer gerne meine eigene Meinung. Aber auf jeden Fall, eins hat dieses Cover, eins hat dieses Buch und zwar schönes Cover. Ist das Bondcover nicht wunderschön? Ich finde es so wunderschön. Ich finde es super, super schön. Es ist einfach wunderschön. Ja, es ist echt schön. Dann ist bei mir eingezogen, das ist quasi das letzte Buch, das ist im September bei mir eingezogen. Und zwar, ich bin halt ein Opfer und mit Werbebotschaften kriegst du mich natürlich. Das erste Buch, Der Mitternacht von Rose Snow. Dieses Buch ist, das erscheint als Hardcover im Januar, habe ich mich informiert. Und das ist jetzt aber exklusiv bei Thalia vorher im Paperback erhältlich. Und ich muss sagen, es ist eine Romantasy-Geschichte und ich fand, der Inhalt klang so, so gut. Und zwar geht es um Harper. Und ja, Harpers Leben ist im Moment ein bisschen komisch, denn ihr bester Freund, ach nee, ihr Freund liegt im Koma und Nacht für Nacht träumt sie von einer dunklen Stadt und einem ziemlich heißen Kerl. Und ja, eines Tages trifft sie diesen Kerl dann
und behauptet, dass sie gemeinsam in eine Traumstadt reisen müssen, um ihren Freund zu retten. Und ja, es ist nun mal so, dass in dieser Traumstadt niemand seine geheimsten Sehnsüchte verbergen kann. Und dieser Kerl hat ihr halt nicht so die ganze Wahrheit gesagt. Und ich fand, das klang so gut. Es ist, glaube ich, ein Zweiteiler. Hier ist auf jeden Fall noch ein zweiter Band aufgezeigt. Ich fand einfach, es klang super gut. Es sind zwei Frauen, wie ich gerade sehe. Ach ja. Sehr, sehr cool. Also ich fand, es klang einfach so gut. Es hat mich sofort angesprochen und deswegen musste es natürlich mit. Dann haben wir ein weiteres wunderbares Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe reingelesen und das, was da so stand, gefiel mir bisher sehr gut. Und zwar haben wir Everything I Didn't Say von Kim Nina Ocker. Auch mit ihr habe ich ein Interview geführt und ich habe es tatsächlich schon geschnitten, was bedeutet, es wird sehr, sehr bald online kommen. Kim Nina Ocker ist auf jeden Fall eine super freundliche und herzliche Person und ich habe die ersten Seiten ihres Buches gelesen und ich fand es einfach so gut. Also ich fand einfach, wie sie da mit den Worten umgegangen ist, ist so Hammer. Also wirklich, ich fand es richtig cool. Es geht hier um Jamie und Carter und ja, die beiden müssen halt unbedingt die Finger voneinander lassen, denn Carter ist in einem Drama der Stardust Show und ist halt, das Problem ist halt, dass er vertraglich dazu verpflichtet ist, sich nicht mit einer anderen Frau an seiner Seite zu zeigen. Und ja, das wird ziemlich schwer und so, denke ich mal, gehen die beide eine heimliche Affäre ein. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall, es hört sich so gut an und wie gesagt, ich habe reingelesen und ich mochte es so gerne. Und das Gleiche, wie soll es anders sein, beim nächsten Buch. Next to You ist endlich erschienen. Ihr wisst, ich mochte Up All Night so gerne und ich mag April Dawson so gerne. Sie ist eine so sympathische und herzliche, freundliche Person und auch sie durfte ich interviewen. Ja, ich durfte echt wunderbare Menschen interviewen dieses Jahr. Und ja, hier haben wir Next to You und in Next to You geht es mit Addison und Drake weiter und die beiden sind Feuer. Die beiden sind einfach Feuer. Die sind Leidenschaft und auch hier habe ich die ersten Seiten gelesen und ich mag es, weil es ist einfach toll. Addison zum Beispiel, sie ist so ein Plus-Size-Girl und ja, sie ist total selbstbewusst und kann sich mega damit identifizieren und es ist toll. Ich habe es noch nicht gelesen, ich kann schon so davon mega schwärmen, aber es ist toll, es wird toll sein, ich weiß das. Denn ich werde es heute beginnen und dann werde ich es wahrscheinlich noch toller finden. Dann ist ein Buch bei mir eingezogen, was in dem Sinne gar nicht neu ist, was ich auch schon gelesen habe, aber... Und zwar geht es um Wikiland, Mr. West und das Buch ist signiert, das ist signiert, ich habe es gewonnen bei Insta. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch mal diejenige, bei der ich das gewonnen habe. Ich habe gerade ihren Namen leider nicht im Kopf, ich bin nämlich echt eine Null, was Namen angeht. Auf jeden Fall, ja. Signiert, wunderschön. Und ich mag das. Ich mag eigentlich alle Bücher von Wikiland. Ich finde, sie schreibt toll. Dann Crush Me Tenderly von Kati Weber ist bei mir eingezogen. Der dritte Band. Ich habe die ersten zwei Bände rezensiert. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich mag diese Bücher sehr gerne. Es sind New Adult Bücher, die wie ich finde, ohne viel Drama auskommen und ich finde sie ganz, ganz toll und ich muss sagen, auf Easton Price, nämlich der, um den es hier geht, freue ich mich schon so lange. Auf den freue ich mich schon seit Band 1 und ja, hier ist er, ich freue mich so. Ich bin richtig happy. Ihr merkt schon, meine neuen Bücher machen mich sehr, sehr glücklich. Das tun sie eigentlich immer. Na gut. Dann ist bei mir eingezogen, Als ob du mich liebst von Michelle Schrenk. Vielen lieben Dank an die Autorin und an Mein Wunder. Ich habe hierzu auch gerade tatsächlich eine Rezension abgedreht, also schaut mega, mega gerne mal da vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ja. Deswegen erzähle ich jetzt gar nicht so viel dazu und hier haben wir jetzt noch vier Bücher. Oh Gott, habe ich das Buch gerade geknickt? Ich bin so ein Opfer. Zwei Bücher von der wunderbaren Jane. Ich bin ja jetzt Aktionswonder-Blogger und dafür habe ich ein Paket bekommen, was wirklich super, super schön war. Und ich durfte mir zwei Bücher aussuchen und natürlich habe ich mir die zwei Bücher ausgesucht, die ich noch nicht habe, weil ich glaube, ich habe schon fast jede Reihe von ihr, also immer die Reihenanfänge, natürlich nicht die komplette. Aber ich habe einmal Untäglich ohne dich. Ich mag das Cover unglaublich gerne.
Und Catch the Billions, das sind die beiden Bücher. Ich kann euch gar nicht so genau sagen, worum es geht. Ich glaube, dieses ist gar nicht so Dark Romance-mäßig, wenn ich das mal richtig verstanden habe. Aber dieses schon. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich habe vor allem über dieses täglich schon so viel Gutes gehört. Und ich mag Janes Bücher unglaublich gerne. Sie spricht absolut damit mich an. Und ja, da war ich auch happy. Übrigens, ihr seht sie nur, aber diese zwei wunderschönen Damen sind übrigens auch bei mir eingezogen. Anna. Alter, ist sie gerade gefallen? Okay, Anna war nicht fest auf ihrem Steg. Ja, du hast es voll versaut. Ganz einfach abgesehen, dass es Elsa ist. Elsa und Anna in der Frozen 2 Version. Ja, dass sie gerade abgefallen ist, hat mir richtig doll die Tour vermasselt hier. Wollte sie voll stolz zeigen und die fällt einfach. Die Alte. Okay, kommen wir zu den letzten zwei Büchern, die ich euch in diesem Video zeigen werde. Und zwar Feel the Boss, kein Chef für einen Nacht. Das ist der dritte Band. Und ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Sonst würde ich euch, wie ich mich selbst habe gespoilert, würde ich euch auch spoilern. Das möchte ich nicht. Das Buch ist auch von April Dawson. Und ja, ich bin froh, ich bin happy und ich freue mich, das zu lesen. Es sind ziemlich dünne Bücher, das hat jetzt knapp über 200 Seiten, aber die lesen sich so schnell, die habe ich so knapp in 2 Stunden vielleicht durch. Ja, es ist halt so suchtgefahrmäßig. Mein Stapel wird immer größer, aber wir sind beim letzten Buch angekommen. Und zwar Lovely Curse, Erben der Finsternis von Kira Licht. Auch dieses Buch, auch bei diesem Buch wurde ich eigentlich absolut gar nicht angefixt, muss ich sagen. Das meine ich wirklich ernst. Denn ja, ich habe das Buch einfach gekauft, weil mich der Klappentext total angesprochen hat. Ich kann ihn euch gerne mal vorlesen, gerade noch so zum Ende. Arias Welt bricht zusammen, als ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben kommen und sie zu ihrer Tante in die texanische Provinz ziehen muss. Die neuen Mitschüler an der Highschool lassen die rebellische Aria auflaufen, doch der charmante Simon scheint ein Auge auf sie geworfen zu haben und der tägliche Schlagabtausch mit Bad Boy Dean wird zur willkommenen Abwechslung. Bis Aria eines Morgens mit weißblonden Haaren aufwacht und sie ist nicht die einzige, die sich über Nacht verändert, denn eine uralte Prophezeiung entfaltet ihre Wirkung. Das Ende der Welt naht und Aria ist die erste von 4 Toten. Und das fand ich so cool. Ich finde, es hört sich so, so cool an und ich freue mich sehr darauf, es zu lesen. Es hat über 400 Seiten. Wow. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ja, das waren so meine Bücher, an die ich mich erinnern kann, die so bei mir eingezogen sind, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Ich hoffe jetzt wirklich, dass keines dabei war, was ihr tatsächlich schon von mir kennt. Und ja, ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!